Nächste Rednerin ist von den Grünen Merit Isoski. Werte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuseherinnen und Zuseher, unerwünschte E-Mails, WhatsApp-Nachrichten oder Anrufe, das Verbreiten von Gerüchten, das Veröffentlichen intimer Bilder, das Abpassen am Weg zur Arbeit, verbale Bedrohungen, körperliche Gewalttätigkeiten und auch sexuelle Übergriffe. Was im Strafgesetzbuch als beharrliche Verfolgung bezeichnet wird, das ist für jede siebte Frau in diesem Land Realität. Stalking. Und Stalking, sehr geehrte Damen und Herren, das ist kein Kavaliersdelikt, das ist Gewalt. Und diese Bundesregierung nimmt den Kampf gegen Gewalt an Frauen sehr, sehr ernst. Und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam einen nächsten Schritt gehen können im Gewaltschutz, nämlich mit einer Änderung des Sicherheitspolizeigesetzes. Worum geht es bei dieser Änderung? Die Kollegin von der SPÖ hat schon ein bisschen anklingen lassen. Es ist 2019 von der ÖVP und von der FPÖ gemeinsam ein Gewaltschutzpaket ausgearbeitet worden, das auch in Kraft getreten ist. Das ist wirklich breit kritisiert worden von den Opferschützerinnen. Es gab Kritik vom österreichischen Frauenring, vom Frauenvolksbegehren, von der Allianz Gewaltfrei Leben, von den österreichischen Gewaltschutzzentren und. Wirklich breite Kritik, die hier formuliert worden ist, völlig zu Recht, weil in vielen Punkten dieses Gesetz Verschlechterungen im Gewaltschutz gebracht hat. Verschlechterungen statt Verbesserungen, eben unter anderem auch beim Stalking. Wie das? Bis zum Inkrafttreten des Gewaltschutzgesetzes 2019 war mittels Erlass geregelt, dass den Opferschutzeinrichtungen die personenbezogenen Daten und auch die Vernehmungsprotokolle im Falle von Stalking übermittelt werden, sodass die Gewaltschutzeinrichtungen proaktiv an die Stalking-Betroffenen herantreten konnten. Und mit diesem Gewaltschutzgesetz 2019 ist diese Regel weggefallen. Wozu hat das geführt? Das hat dazu geführt, dass Betroffene von Stalking keine proaktive Unterstützung mehr durch die Opferschutzeinrichtungen bekommen haben. Und das wiederum hat dazu geführt, dass Stalking-Betroffene wirklich wichtige Informationen über wesentliche Opferschutzrechte wie die Prozessbegleitung oder auch die Möglichkeit zur Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen einfach nicht mehr gekannt haben, nicht mehr gewusst haben und sie auch Beratungen, insbesondere im Hinblick auf ihre eigene Sicherheit, nicht mehr in Anspruch nehmen konnten. Und darum ändern wir dieses Sicherheitspolizeigesetz. Das ist wichtig und was wir machen, ist, dass wir wieder einführen, dass künftig bei Stalking diese personenbezogenen Daten wieder proaktiv den Opferschützerinnen übermittelt werden, nämlich nicht erst dann, nachdem ein Betretungs- oder Annäherungsverbot ausgesprochen worden ist, sondern schon, wenn es zur Anzeige gegen Stalking kommt. Und was machen wir damit? Wir korrigieren einen Fehler, den der ehemalige Innenminister Herbert Kickl zu verantworten hat. Und das ist gut und das ist wichtig, dass wir diesen Fehler korrigieren. Und mit dieser Fehlerkorrektur, mit diesen Änderungen im Sicherheitspolizeigesetz gehen wir einen wichtigen Schritt bei der Stärkung von Gewaltschutz und Opferschutz auch weiter. Und wir setzen eine wirklich zentrale Forderung von Expertinnen und Experten um. Und ich weiß, die Stärkung des Gewaltschutzes, das ist unser gemeinsames Ziel hier im Hohen Haus. Ich freue mich sehr, dass es dazu im Innenausschuss einen einstimmigen Antrag aller Parteien gab. Danke dafür auch, dass Sie diesem Vorschlag zugestimmt haben. Und ich mag abschließen mit einem Dankeschön, nämlich einem Dankeschön an all jene, die tagtäglich im Gewaltschutz, im Opferschutz und in der Gewaltprävention wichtige Arbeit leisten zum Schutze von gewaltbetroffenen Frauen und Kindern. Vielen, vielen Dank für Ihre Arbeit. Sie ist sehr wichtig und wir werden Sie weiterhin bestmöglich unterstützen. Stalking sei für jede siebte Frau in Österreich Realität und kein Kavaliersdelikt. Mit einer Änderung des Sicherheitspolizeigesetzes stelle man sicher, dass personenbezogene Daten wieder proaktiv an die Opferschutzeinrichtungen übermittelt werden, so die Frauensprecherin der Grünen.